Guten Abend, liebe Gäste. Willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Ruiniert euch. Es geht um dieses dicke, schöne, handliche, wohl anzufassende Buch. Es liegt vorne aus und darüber reden wir heute. Die heutige Veranstaltung wird gleich von drei verschiedenen Veranstaltern präsentiert, nämlich dem Friedensbüro der Stadt Augsburg, dem Studiengang Ethik der Textkulturen an der Universität und dem Ensemble Theater. Und wir haben noch zwei Kooperationspartner, nämlich das Ensemble Mehr Musik und die Videokünstlerin Stephanie Sixt. Wir alle gemeinsam gestalten heute diesen Abend, der natürlich wie viele Abende eine komplexe Vorgeschichte hat. In Corona-Zeiten läuft natürlich alles nicht so wie gewünscht. Sie sehen es so, wie Sie sitzen, jeder einzeln, die Veranstaltung extrem schwierig zu organisieren. Wo findet die Veranstaltung statt? Wie findet sie statt? Unter welchen Bedingungen? Wen kann man auf die Bühne holen? Sie kennen die Probleme wahrscheinlich alle schon zu Genüge. Eigentlich wollten wir die Veranstaltung im Herbst machen. Und im Herbst sollte es eigentlich eine lange Lesenacht werden, auch wiederum begleitet von dem Ensemble Mehr Musik und auch von der Videokünstlerin Stephanie Sixt. Aber dazu kam es nicht, denn eine lange Lesenacht war im Herbst nicht möglich. Diese Veranstaltung hätte im kleinen Goldenen Saal stattfinden sollen. Jetzt sind wir im TIM. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Ort, denke ich, für den heutigen Abend. Corona kann ja in manchen Dingen Sachen verhindern, aber in einigen Dingen kann es auch ein Katalysator sein, dass Sachen entstehen, die vielleicht nicht so schnell oder auch nicht in dieser Form entstanden wären. Ich würde das mal von diesem Buch behaupten, dass wir dieses Buch nicht in dieser Zeit, in dieser Geschwindigkeit gemacht hätten, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre und wir alles online verabreden mussten und eben die Live-Veranstaltungen ausgefallen wären. Das Buch und auch die heutige Veranstaltung basieren auf den Augsburger Gesprächen zu Literatur und Engagement, die seit 2018 stattfinden und wo wir jedes Jahr eben verschiedene Literaten, Künstlerinnen einladen und über Literatur und Engagement diskutieren, weil wir der Meinung sind, dass gerade jetzt es besonders gefragt ist, dass wir diesen Zusammenhang unter die Lupe nehmen. Wir konnten im Herbst nur online diskutieren. Wir wussten nicht, wie wir die Leute, die Künstlerinnen einladen können in diesem Jahr. Wir wissen auch nicht, wie das nächstes Jahr aussieht. Alles ist schwierig, aber es war klar, wir wollen die Beiträge, die wir bekommen haben, in all die Jahre veröffentlichen, dass man sie auch nachlesen kann. Also haben wir verschiedene Künstlerinnen, Literaten eingeladen, uns ihre Beiträge zu schicken. Nicht nur die, die schon in Augsburg waren, sondern auch weitere. Und herausgekommen ist dieses schöne Buch mit nicht weniger als 38 Beiträgen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich glaube, 38 sind es, oder? Wenn man die Duos doppelt, sogar 40. Also die Frage nach Haltung, Engagement und Literatur, darüber wollen wir heute diskutieren. Ich drehe mal meinen Zettel um, dass ich nichts vergesse. Und das Buch wurde eben herausgegeben von, hier sehen Sie den Verleger, Manfred Rothenberger von Starfruits Publications. Vielen Dank, dass das Buch möglich wurde. Außerdem wurde es herausgegeben von Stefanie Waldo von der Universität Augsburg, von Christiane Lempert-Dobler vom Friedensbüro, von Anne Schuster vom Ensemble Theater und eben von mir. Wir haben es zu fünft gemeinsam gestemmt und es war ein sehr interessanter, spannender, kreativer
Prozess, der können wir Ihnen gerne bei einem Glas Wein in Ruhe davon berichten. Unser Moderator des heutigen Abends ist Nils Beinker. Er wird Ihnen auch noch dann später vorstellen, wer noch auf der Bühne ist, wer auch noch online zugeschaltet wird in diesen Zeiten. Natürlich kann so eine Veranstaltung nicht nur live hier analog vor Ort sein, sondern natürlich muss Zoom dabei sein. Zoom muss dabei sein. Und wir werden auch zwei Live-Schaltungen per Zoom haben. Ohne das geht es natürlich heute gar nicht. Den Abend haben wir in zwei Teile aufgeteilt. Es ist jeweils eine Diskussionsrunde und dann ein Musikstück vor und nach der Pause. Das muss ich hier wieder kurz gucken. Denn das, was ich noch sagen wollte, die Musikstücke, die wir heute, eigentlich hatten wir bei der langen Nacht der Musik noch sehr viel mehr Musikstücke mit dem Ensemble Mehr Musik geplant. Leider ist das jetzt hier auch nicht möglich. Die Veranstaltung hat sich verändert und wir werden heute zwei Musikstücke hören. Vor der Pause werden wir von Avo Pärt das Stück Fratres hören. Avo Pärt gilt als ein Meister des Klangs, als ein Magier der Spiritualität und der anarchischen Form. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber man findet von ihm nicht viel, was er selber über seine Werke sagt. Es gibt nicht viele Sätze, die mehr als drei Worte beinhalten. Man muss also seine Werke hören und man muss sich auf sie einlassen. Das werden wir vor der Pause erleben mit Avo Pärt. Nach der Pause hören wir eben auch wiederum nach einer Diskussionsrunde. Moment, muss ich schnell schauen. Nach der Pause hören wir von Louis Andriessen das Werk Workers Union. Louis Andriessen ist gestorben genau vor einem Monat, am 1. Juli, also heute vor einem Monat leider. Und er trat für eine radikale Erneuerung der klassischen Musik ein und passt insofern sehr gut zu unserem heutigen Abend, weil er viele Werke geschrieben hat, die sich mit der Verbindung Musik und Politik beschäftigen. Berühmt geworden ist er mit der Komposition Der Staat in den 70er Jahren. So, das war ein kurzer Einblick, was Sie erwartet. Es wird ein längerer Abend. Ich hoffe, Sie haben Zeit und Lust und Spaß an Literatur und Musik mitgebracht. Ein großer Dank von meiner Seite gilt allen Beteiligten, vor, hinter, auf der Bühne. Es sind sehr viele Menschen heute beteiligt gewesen, dass das hier möglich wird. Und auch nach der Veranstaltung werden wir noch weiter daran arbeiten, weil Sie sehen, es sind Kameras hier rechts und links aufgestellt. Wir zeichnen die Veranstaltung auf und Sie können sie dann auch später in bearbeiteter Form online nachschauen. Also vielen Dank schon mal an euch, dass ihr das aufnehmt. Vielen Dank auch an die Sponsoren und Förderer, die nachher alle noch natürlich namentlich genannt werden. Und vielen Dank an das TIM, dass wir die heutige Veranstaltung hier machen dürfen. Nur durch gemeinsames Engagement können wir in dieser Welt etwas verändern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sebastian Seidel und Ihnen allen einen guten Abend hier im TIM zur Vorstellung des Buches Ruiniert euch, Literatur, Theater, Engagement, hervorgegangen aus den Augsburger Gesprächen zu Literatur und Engagement. Sie finden alljährlich statt im Rahmen des Hohen Friedensfestes in Augsburg, initiiert gemeinsam von der Literaturwissenschaftlerin Stefanie Waldo, dem Theatermacher Sebastian Seidel und von Christiane Lembert-Dobler vom Friedensbüro Augsburg. Wir wollen auf der Bühne heute einige Fragen, die die Gespräche und jetzt auch das Buch begleiten, vertiefen. Und ich darf Ihnen unsere Gäste kurz vorstellen. Ganz in Schwarz, Stefanie Waldo, Professorin für Literaturwissenschaft hier in Augsburg mit dem Schwerpunkt Ethik. Einer der literaturbegeisterten Menschen, ohne die es die Augsburger Gespräche nicht geben würde. In der Mitte sitzt Lena Gorelik, Schriftstellerin aus München. In ihrem jüngsten Roman Wer wir sind erzählt sie die Geschichte ihrer Familie, die aus Leningrad bzw. St. Petersburg nach Deutschland zieht. Lena Gorelik gehört zu den vielen Autorinnen und Autoren, die an den Gesprächen und jetzt auch am Band Ruiniert euch
mitgewirkt haben. Gleiches gilt für Markus Ostermeier neben mir, auch er aus München kommend. In seinem Roman Der Sandler erzählt er von Menschen in Obdachlosigkeit und erhielt dafür gerade den Tukan-Preis der Stadt München. Zugeschaltet über Zoom ist uns Falk Richter aus Kopenhagen. Er ist Dramatiker und unter anderem an den Münchner Kammerspielen tätig. In Kopenhagen probt er gerade für sein neues Stück Pride. Und dazu sei zu sagen, die Augsburger Gespräche blicken nicht nur auf die Literatur, sondern ebenso auf das Theater, auf die Performance-Kunst, andere Formen der darstellenden Kunst. Und Manfred Rothenberger ist zu Gast, Direktor des Instituts für moderne Kunst in Nürnberg und Verleger des Verlages Starfruit Publications. Ich habe es jetzt alle in einem Stück vorgestellt, aber wir dürfen, glaube ich, Ihnen alle mal applaudieren. Schön, dass Sie alle da sind. Und ebenso willkommen hier schon mal von mir, dem Ensemble Mehr Musik. Wie gesagt, wir gestalten diesen Abend in zwei Teilen. Einen jeden beschließt das Ensemble Mehr Musik mit seiner Musik. Dazwischen ist eine gute halbe Stunde Pause. Wir nutzen sie zum Luftholen im Sinne der Hygieneempfehlungen, die uns seit dem vergangenen Frühjahr begleiten, also seit dem Frühjahr 2020. Und Ihnen möchte ich auch noch im Publikum sagen, dass wir auf der Bühne alle uns auch haben noch mal testen lassen. Genau, und damit zu den Gedanken des Buches Ruiniert euch und zu den Augsburger Gesprächen zu Literatur und Engagement. Mit dem Begriff Engagement steht ja ein vielschichtiger Begriff im Mittelpunkt. Die Reihe dient dazu, diesen auch zu fassen. Stefanie Waldo als Initiatorin, eine der Initiatorinnen, was interessiert Sie an diesem Begriff des Engagements? Ja, vielen Dank erstmal. Also Engagement ist tatsächlich ein sehr umstrittener Begriff. Wir haben angefangen 2018 mit den Gesprächen und haben eigentlich nichts anderes gemacht, als uns über diesen Begriff zu streiten, weil wir bewusst natürlich auch verschiedene Generationen an einen Tisch geholt haben und gerade die Generation, die jetzt, sage ich mal, auch mit der politischen Literatur groß geworden ist, hat dann auch gesagt, also wir haben mit Engagement eigentlich gar nichts mehr am Hut. Also politische Literatur 60er, 70er Richtig, Jahre. Genau, 60er, 70er Jahre politische Literatur, also die Tradition sozusagen, der, das, was man vielfach unter politischer Literatur noch versteht. Und haben sich ganz bewusst auch davon distanziert und wir haben tatsächlich darum gerungen, wie kann eigentlich Engagement heute überhaupt aussehen? Und das ist etwas, was uns, glaube ich, alle, die wir diese Gespräche initiiert haben, absolut umtreibt, zu fragen, wie wollen wir leben? Welchen Beitrag können die Künste, die Literatur, die darstellenden Künste, auch die bildende Kunst dazu leisten? Welche Möglichkeitsräume eröffnen sie durch ihre Imagination? Und welche drängenden Fragen beantworten sie? Wir werden wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs auch noch darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, immer deutlicher wurde, dass es nicht darum geht, nur inhaltliche Themen sozusagen anzusprechen und auf diese Weise Engagement zu zeigen. Und da unterscheidet sich, glaube ich, die Kunst auch ganz klar vom Aktivismus, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Form, also den Formaspekt, der ganz wichtig ist. Das zeigen auch die Beiträge, die wir am Band versammelt haben, dass die tatsächlich auch in der Form eine Haltung ausdrücken. Und da würde ich eher sagen, liegt eigentlich unser Verständnis von Engagement. Also Engagement, Haltung, Aktivismus, ein großes Spannungsfeld. Lena Gorelik, wie ist das bei Ihnen? Ist Engagement etwas, was beim Schreiben bewusst im Kopf ist? Was verstehen Sie unter diesem Begriff? Ich glaube, Engagement hat, wie Sie ja schon zu Recht sagten, das hat so einen Nachklang. Ne? Ich würde sehr ungern den Satz aussprechen, ich engagiere mich beim Schreiben. Ich glaube aber, dass Schreiben nicht ohne Haltung geschieht. Haltung ist wiederum ein Wort, das hat nicht so einen negativen Nachklang, das kann man ja sagen. Ich glaube, dass wir Menschen, die schreiben und die dementsprechend viel denken, eine Haltung an den Tag legen und dass die mit hineinspielt in jedes Wort und jeden Satz, den wir schreiben. Selbst wenn wir versuchen, abseits dieser Haltung zu schreiben, arbeiten wir uns ja dann im negativen Sinne an der Haltung ab. Also es ist, mir wäre es ein Unmögliches, ohne die Haltung als Hintergrund zu schreiben.
vielleicht besteht zwischen Haltung und Engagement, einfach fällt sozusagen das Pädagogische weg. Also vielleicht ist Schreiben mit Haltung nicht weniger engagiert, aber es stellt dieses Engagieren nicht so sehr in den Vordergrund. Und ist etwas, was immer da ist. Der Dramatiker Falk Richter ist uns über Zoom verbunden. Er probt gerade in Kopenhagen und beschäftigt sich in seinen Theaterstücken mit wichtigen Zeitfragen, darunter dem Rechtsruck in Politik und Gesellschaft in diesem Land. Falk Richter, ist Engagement etwas, worüber Sie lange nachdenken müssen? Also ich stimme meiner Vorrednerin da absolut zu. Haltung ist für mich auch ein ganz wichtiger Begriff. Die Haltung schärft und bestimmt eigentlich den Blick auch, mit dem wir auf die Realität gucken. Und das empfinde ich schon als enorm wichtig oder essentiell eigentlich, um Theater zu machen. Also wie schaue ich auf die Gesellschaft, was genau gucke ich mir an und auch wie detailliert gebe ich sie dann wieder. Ich glaube, heute erleben wir ja oft in der Politik, in der Gesellschaft, dass weggeguckt wird, dass Sachen beschönigt werden, dass sie nicht thematisiert werden. Also ich glaube, ich würde es so für mich sagen, bei mir ist so entscheidend, was thematisiere ich eigentlich? Das sind vielleicht manchmal Schicksale oder Geschichten von Menschen, die so nicht so oft sonst vorkommen oder Geschichten, die sonst fast nie erzählt werden. Oder es sind Hintergründe, die sind wichtig, die manchmal verloren gehen. Insofern also würde ich sagen, ist so eine gesellschaftliche, politische Haltung für mich essentiell. Meine Arbeit. Markus Ostermeier, engagierte Literatur, so schreiben Sie in diesem Band, ruiniert euch. Engagierte Literatur muss ein kritisches Bewusstsein dafür entwickeln, wer überhaupt spricht, wer überhaupt dort und adäquat sprechen kann und in wessen Namen gesprochen wird. Ich glaube auch etwas, was Falk Richter auch andere bestätigen und interessiert. Aber was bedeutet dieses kritische Bewusstsein wiederum für das Nachdenken über einen Begriff wie Engagement für Sie? Ich würde mich den Vorrednerinnen auch erstmal anschließen, dass so etwas wie Engagement sowieso immer da ist, wenn man schreibt oder in anderer Weise irgendwie Kunst produziert, weil es eben über diese eigene Stimme, die man hat, hinausgeht. Qua Definition irgendwie. Ich erreiche damit mehr Menschen, aber auch journalistisches Schreiben ist ja eine lautere Stimme als derjenige Journalist oder die Journalistin, das in ihrem Privatgespräch oder in ihrer privaten Meinung hat. Sie wird vervielfältigt und deshalb ist sie von Haus aus politisch. Sie kann gewisse Sachen unsichtbar machen, andere ans Licht bringen, die in ihrer Wahrnehmung vielleicht unsichtbar sind. Und deshalb ist es immer da. Und deshalb muss auch immer eine Haltung da sein und die mag vielleicht unbewusst sein, aber sie wird immer mittransportiert. Und die Aufgabe der Kunst, die ich, so wie ich sie für mich definiere, ist, dass sie ein gewisses Korrektiv ist zu den vielen lauten Diskursen in Politik, also in der Politik in Parlamenten und in journalistischen Diskursen, dass sie da einfach einen Blick auch drauf werfen kann und auch das vielleicht uns sichtbar machen kann, was in diesen Diskursen unsichtbar gemacht wird, teilweise aktiv, teilweise einfach durch Nichtwissen, Ignoranz. Und deshalb braucht es dieses Korrektiv und deshalb braucht es auch, wie ich glaube, ich habe da geschrieben, dass es auch wichtig ist, wer für wen spricht, braucht es auch diese Vielstimmigkeit und Pluralität irgendwie und ein Bewusstsein, dass die aber nicht einfach von oben irgendwie hergestellt werden kann, sondern dass das viel tiefer anfangen muss, Leute in die Lage zu versetzen, für andere mal zu sprechen und dann das auch wieder zurückzunehmen irgendwie. So würde ich das sehen. Also auch wichtige Unterscheidung. Manfred Rothenberger, Sie geben als Verleger und Programmgestalter den vielen Stimmen
einen Raum in dem Buch, einen Denkraum in Form eben dieses Buches. Was interessiert Sie an Fragen von Engagement in Literatur und Theater? Ich würde sagen, das Leben als unabhängiger Verleger in Deutschland ist Engagement pur. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, es gibt vielleicht 400 unabhängige Verlage in Deutschland. Das sind so ein bisschen die Verrückten und Durchgeknallten in der Szene, weil es denen nicht darum geht, Geld zu verdienen oder möglichst viele positive Rezensionen zu ergattern, sondern weil die sich in der Regel einsetzen für Dinge, die ihnen so wichtig sind, dass sie die Nacht zum Tag machen. Also ich habe zum Beispiel einen Brotberuf als Direktor des Instituts für moderne Kunst. Den Verlag mache ich am Wochenende nachts und im Urlaub. Es macht auch richtig Spaß. Das ist wie Urlaub, Bücher machen. Stammt der Titel des Buches, ruiniert euch von Ihnen? Ich ruiniere mich seit 30 Jahren ungefähr, das ist richtig. Aber ich bin trotzdem ganz gut durchgekommen. Und was ich ganz entscheidend finde, Engagement kann natürlich auch sein, man macht blind irgendwelche Dinge, nächtelang. Also insofern finde ich den Begriff Haltung schon auch sehr wichtig. Ich glaube, jeder gute Verlag braucht Haltung und mich interessieren Leute, denen ich gern zu mehr Stimme verhelfen möchte, Leute, die manchmal auch so ein bisschen am Rand stehen und nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Also für Juli C. würde ich mir jetzt nicht die Beine krumm machen, die haben wir irgendwie 3000-fach jeden Tag und es ist ein Abenteuer und ich war ganz glücklich, als Stefanie Waldo und Christiane und die anderen beiden Sebastian und Anne mit diesem Projekt auf mich zukamen und mir erlaubt haben, nicht nur Korrektur zu lesen, sondern auch ein paar Positionen reinzuschmuggeln in das Buch, wie Bert Papenfuß zum Beispiel, ein ganz wichtiger ostdeutscher Dichter, der schändlicherweise in den letzten 20 Jahren völlig vergessen wurde. Da ist ein scheinbar enger Freund von ihm, aber ich kann dem Beifall nur recht geben. Also dieses Buch ist eine ganz heiße Mischung und ich glaube, jeder, der sich das Buch zu Gemüte führt, dem bläst der Wind durch den Kopf und das ist das Beste, was Bücher tun können. Soll es ja, glaube ich, auch vom Format her, das diesem Buch zugrunde legt. Möchte jemand was sagen jetzt zum bisher Gesagten? Oder Falk Richter, Sie heben einfach die Hand, wenn Sie das Bedürfnis haben, sich einzumischen ins Gespräch. Sonst hätte ich natürlich auch noch eine Frage, nochmal sozusagen zu der Trennungsschärfe, Engagement, Haltung, aber eben nicht Aktivismus zum Beispiel. Also mit dem Aktivisten haben wir doch eine sehr wichtige soziale Figur auch in unserer Gegenwart. Was unterscheidet dann Engagement von Aktivismus, Lena Gorelick? Ich glaube, der Ausgangspunkt ist ein anderer. Also bei Aktivismus, so stelle ich mir vor, habe ich sozusagen etwas, was ich vermitteln möchte, also was ich nach außen tragen möchte als Anspruch, als Appell, als These. Und Sie haben Falk Richter gerade die Frage gestellt und begonnen mit, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Rechtsruck. Und ich glaube, das ist der Ausgangspunkt von Engagement oder Haltung, das einen etwas beschäftigt, also dass man eben, man schreibt ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern ich schreibe in einem Raum, in dem ich mich tagtäglich mit Dingen auseinandersetze und Rechtsruck ist zum Beispiel ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Das heißt, wenn ich einen Roman schreibe, gehe ich natürlich erstmal von literarischen Konstrukten aus, ich gehe von einer Figur aus, ich gehe von einem Plot aus, ich gehe von der Sprache aus, von Formalien. Und die finden aber eben nicht in einem politikfreien oder gesellschaftsfreien Raum statt, sondern sie finden in einem Raum statt, in dem mich zum Beispiel Themen wie Rechtsruck beschäftigen. Das heißt, in dem Moment, in dem mich etwas beschäftigt, kommen die ProtagonistInnen leider nicht dran vorbei. Sie werden dazu sich in irgendeiner Weise bekennen müssen, weil es mir fremd erschiene, mich und so ein Romanprojekt nimmt ja nun viel Zeit und Jahre ein und mich Jahre mit etwas auseinanderzusetzen, was mich nicht beschäftigt, würden wir wahrscheinlich alle nicht machen. Und ich glaube sozusagen, die Trennschärfe wäre für mich irgendwie eine konkrete Idee, ein konkretes Appell, mit dem ich hinausgehe, versus der Auseinandersetzung mit Entwicklungsprozessen in der Gesellschaft zum Beispiel. Falk Richter?
Ja, ich kann da anschließen, würde dann am Ende ganz gerne mal so ein Beispiel auch geben, wo sich das unterscheidet. Also ich meine, Aktivismus stellt natürlich immer sehr klare Forderungen, meistens auch direkte politische Forderungen, die sogar umsetzbar sind. Das machen wir natürlich oftmals so am Theater oder auch in der Literatur nicht, dass wir jetzt so enden mit einer ganz klaren Forderung, die von der Bühne ausgesprochen wird und die eventuell sogar dann innerhalb von, keine Ahnung, 3 Monaten erreichbar wäre. Sondern es geht ja eher darum, sich überhaupt mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Also wie verschieben sich gerade gesellschaftliche Diskurse und also die Auseinandersetzung mit dem Rechtsruck kommt ja auch daher, wie die Gesellschaft in Deutschland oder auch in Europa gerade wieder in Teilen was Reaktionäres. Und das bedeutet dann auch in reaktionäre Männerbilder und Frauenbilder. Und wer ist eigentlich genau davon betroffen, wenn es zu einer, sagen wir, wenn es faschistoidere Bewegungen gibt? Also wer sind dann die potenziellen Opfer? Weil die Sprache verändert sich dann mit einem zunehmenden Rechtsruck im öffentlichen Raum. Das heißt, die Sprache wird aggressiver, sie wird bedrohlicher. Es gibt dann mehr Gruppen, so Target Groups, die sozusagen rausgesucht werden und attackiert werden. Die werden als Sündenböcke benutzt oder die werden benutzt, um irgendwie Wut zu kanalisieren und zu mobilisieren. Das sind dann meistens die Gruppen, die tatsächlich in Deutschland auch im Dritten Reich verfolgt wurden. Das sind ähnliche Gruppierungen, die dann attackiert werden. Und das kann dann auch sehr schnell umkippen von einer aggressiven Sprache in eine ganz klare Gewalt. Also dass Menschen tatsächlich attackiert werden, dass das Leben für sie wirklich bedrohter und schwieriger wird. Und das hat dann einfach, wenn man sich mit Menschen auf dem Theater beschäftigt und deren Geschichten, auch ganz klare Konsequenzen. Die erzählen dann einfach andere Geschichten, wenn sich die politische Situation im Land so stark verändert oder bestimmte Gruppierungen zum Schweigen gebracht werden, die dann nicht mehr sprechen dürfen. Wir erleben das jetzt zum Beispiel gerade in Ungarn und in Polen mit der LGBT-Community. Die dürfen eigentlich nicht mehr sprechen. Es ist verboten mittlerweile in Ungarn aufzuklären oder überhaupt zu reden über Homosexualität in der Schule. Das heißt, es dürfen auch dann homosexuelle Geschichten nicht mehr erzählt werden. Und das hat natürlich auch eine Konsequenz für Menschen. Der Unterschied vielleicht zwischen Erhaltung und Aktivismus, also kann ich nur so ein eigenes griffiges Beispiel mal nennen. Ich habe ja am Maxim-Gorki-Theater ein Stück inszeniert, mein eigenes, das hieß Small Town Boy. Da gab es dann auch sowas wie eine Wutrede, das Stück kam 2013 raus, wo die Figur eines homosexuellen Mannes dann kämpft für die Gleichstellung der Ehe, die rechtliche Gleichstellung aller Menschen in Bezug auf die Ehe. Und das ist so eine letztlich eine Rede, die ist relativ komplex, aber irgendwann wird sie auch einfach so eine Art flammende Rede für Freiheit und Gleichheit. Und diese Rede wurde dann einmal benutzt von einem Aktivisten auf dem Alexanderplatz, der hat es dann vor 3000 Leuten gesprochen. Und ich war dann dabei und es war natürlich erstmal sehr aufregend, aber es hat überhaupt nicht funktioniert, weil meine Sprache viel zu kompliziert ist. Also die funktioniert einfach nicht auf so Demonstrationen, wo man dann auch so Sätze bauen muss, die eine ganz klare Hookline haben, wo dann jeder danach sagen kann, ja, genau das wollen wir. Und dazu ist dann auch Literatur oder auch Dramatik einfach zu komplex. Ja, überhaupt reagieren Sie mit Ihren Stücken vielfach auch auf öffentliche Sprache. Also es gibt 4, das große Theaterstück über das Gift von Hass und Hetze in der Sprache aus dem Jahr 2015. Sie inszenieren in München an den Kammerspielen Thomas Bernhards Heldenplatz. Die Premiere steht pandemiebedingt noch aus, soll im Dezember stattfinden. Also das wären dann sozusagen auch Beispiele für das, wie Kunst reagieren kann. Und überhaupt ist ja die große Frage mit diesem Nachdenken verbunden, was vermag die Kunst mit Blick auf so heftige gesellschaftliche Entwicklungen wie Homophobie, wie Fremdenfeindlichkeit, wie rechtsradikales Denken in der Mitte der Gesellschaft. Lena Gorelick, in Ihrem Beitrag im Buch stellen Sie diese Frage generell mit dem schönen Satz oder der schönen Frage, was darf, kann, mag, muss, soll, will Kunst oder vielleicht einfacher, was vermag Kunst, was vermag Literatur, welche Antwort haben Sie gefunden? Ich glaube, dass Kunst Empathie vermag. Also dass sozusagen, also Literatur oder eben auch das Theater
vermögen, beide Welten aufzuzeigen, die vielleicht nicht die eigenen sind, und Geschichten in den Raum stellen, die nicht Geschichten sind, die wir aus unserem eigenen Leben kennen, und sie mögen, können damit Denk- und Verständniswelten öffnen. Ich glaube, das ist, es klingt immer wahnsinnig schön, ich glaube, man muss trotzdem sich immer und immer wieder vor Augen führen, wie marginal am Ende die Gruppen, also einfach, es hat nicht jeder Zugang zu Kunst, so, und das ist also diese empathischen Geschichten, die wir vielleicht versuchen aufzuschreiben, oder Geschichten, die Empathie wecken, oder Theaterstücke, die auf Themenkomplexe aufmerksam machen, werden dann doch in einem sehr engen Kreis wahrgenommen. Deswegen finde ich, muss man immer die Frage stellen, wie schafft man es, dass Kunst einfach andere Gruppen und Milieus erreicht, als das schon seit gewissen Jahrzehnten etabliert ist. Und trotzdem ist es aber wichtig, ich glaube, dass das zum Beispiel auch erreicht wird, indem eben, so wie Markus sagte, wer spricht, indem eben Geschichten erzählt werden und immer bedacht wird, wer erzählt die Geschichten. Also indem vielleicht auch mehr Menschen erzählen, die sonst nicht zum Literatur- oder Theaterkanon gehören, und das dann vielleicht auch eine andere Reichweite bekommt. Also ich glaube, das ist auch ein Prozess, der in meiner Beobachtung gerade so ein bisschen in Gang gesetzt wird. Ein Prozess, den Sie auch beobachten, Markus Ostermeier? Ja, ich beobachte ihn vor allen Dingen an mir selber, weil ich mich jetzt eher zu einer Kunst- und Literaturfernen Schicht gezählt hätte, die meiste Zeit meines Lebens. Man kann vielleicht kurz sagen, Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden, genau. Und der erste auch aus Ihrer Familie, der überhaupt ans Gymnasium dann gegangen ist. Genau, wobei ich am Gymnasium nicht gelesen habe, weil mich das nicht interessiert hat. Ich habe mein Abitur dann nachgemacht und eigentlich erst so gegen Ende des Zivildienst und dann auf dem zweiten Bildungsweg überhaupt erst mit Literatur wirklich in Berührung gekommen bin, und für mich das dann auch als Erkenntnismodus, also auch Empathie und Perspektiv, als das Medium, was den Perspektivwechsel vollziehen kann. Also auch Filme und Fernsehen können das, Bücher auf eine andere und bessere Art, würde ich behaupten. Und insofern, ich hab mich selber lange Zeit als jemand, der keine Stimme hat, wahrgenommen, keine öffentliche Stimme. Und jetzt sitze ich eben hier auf der Bühne und habe eben qua Bühne und Mikrofon jetzt doch eine lautere Stimme, weil ich halt irgendwie in diesem Kulturbetrieb jetzt ein Produkt auch produziert habe, muss man ja aber auch sagen. Aber Sie haben auch etwas zu erzählen, was uns unbedingt angeht. Also es ist ja nicht nur ein Produkt. Ja, genau. Und das ist aber, das hängt halt schon damit zusammen, dass mir dann beim Lesen auch klar wurde, dass vieles, was eben in der Politik und in Zeitungen uns mit Worten um die Ohren gehauen wird, dass das eben vieles verdeckt und dass die ganze Komplexität dahinter überhaupt nicht vorkommt. Und das kann dann Literatur und muss Literatur auch wieder aufbrechen. Und ich habe, also Obdachlosigkeit ist natürlich ein Thema, was überhaupt nicht vorkommt, außer als kurz vor Weihnachten in jeder größeren Zeitung gibt es dann Berichte über Obdachlosigkeit. Aber das ist ja, auch das muss man erkennen und zur Kenntnis nehmen, dass es seit 20 Jahren zu Weihnachten immer wieder kommt. Und es ist, und das Bruttoinlandsprodukt wächst und wächst, aber irgendwie Obdachlosigkeit und Armut ist so etwas, was irgendwie qua Scham auch nicht auf eine Bühne passt. Und das ist eben genau der Punkt, dass man es dann aber trotzdem auf eine andere Art und Weise zum Thema machen kann. Und das ist dann die Freiheit der Kunst, die aber auch prekär ist und mit viel persönlichem Einsatz irgendwie erkauft werden muss, dass man sich dann jahrelang hinhockt und eben das dann zum Thema macht, sodass andere vielleicht
nicht mehr so leicht dran vorbeikommen, das zu ignorieren oder einfach so, ja, das erledigt sich von selbst, wir müssen, unsere Probleme sind jetzt andere. Und das ist das, was ich mit mangelnder Repräsentation gemeint habe, dass viele Menschen in den Parlamenten, glaube ich, überhaupt nicht repräsentiert sind und sich nicht repräsentiert finden. Stefanie Waldo? Ja, ich finde das wahnsinnig wichtig, was Sie gerade sagen, Markus Ostermeier. Und wir haben im Vorfeld des Bandes unheimlich gestritten auch. Also wir haben darüber gestritten auch, über das, was Lena Gorelick gesagt hat, was ist denn eigentlich Haltung und ist nicht Haltung auch ein Luxusprodukt? Also befinden wir uns nicht in einer Blase der Kunst und Kultur, die nur relativ wenigen zugänglich ist, und wie kann es sein sozusagen, dass wir über Haltung sprechen und andere Menschen, andere Kulturkreise vielleicht auch einfach diese Möglichkeit gar nicht haben. Und deswegen würde ich gerne mal eine Rückfrage stellen, ganz konkret vielleicht auch an Sie, Markus Ostermeier. Wir haben auch über den Zusammenhang von Haltung und Würde gesprochen. Und sehen Sie da einen Zusammenhang oder wie könnte der aussehen, auch gerade weil Sie zu Beginn noch gesagt haben, es ist natürlich auch eine Problematik, für jemanden zu sprechen. Gleichsam muss man aber manchmal für jemanden sprechen, weil er keine eigene Stimme hat. Und das kann natürlich in der Kunst, in der Literatur auch genau diese Problematik reflektiert werden. Aber ja, das würde mich einfach interessieren, wie Sie das sehen. Das ist eine schwierige und komplizierte Frage. Ich habe es in diesem Roman, um es zu einem konkreten Beispiel zu machen, ich war nie selbst obdachlos und habe aber aus der Perspektive langjähriger straßenobdachloser Menschen geschrieben und deren Alltag beschrieben. Und das ist viel emotionale Arbeit erst einmal. Und diese Arbeit, also es muss dann eben, diese Distanz muss mitreflektiert werden. Man kann nicht einfach so drüber hinwegbügeln und diese Distanz, die zwischen mir als Autor, der das niederschreibt, und eben den höchst unterschiedlichen Menschen, also man kann ja auch nicht sagen, ja, jetzt habe ich 3 oder 5 oder 8 interviewt, aber dann weiß ich von diesen 5 Personen etwas mehr, aber das, was sie mir eben auch nicht erzählen wollen oder das, wofür sie selber sich selbst gegenüber noch gar keine Sprache haben, das laut auszusprechen, was für traumatische Erfahrungen oder welche Erfahrungen des Scheiterns, die alle mit Scham und deshalb mit Sprachlosigkeit behaftet sind, sie überhaupt haben, da führt dann Recherche auch nicht unbedingt weiter. Das ist eben auch das Problem von Reportagen über Obdachlose. Es ist ja hirnrissig anzunehmen, dass ein Reporter oder eine Reporterin einfach an den Kern der Sache herankommen kann. Und die Fiktion kann das dann doch, wenn sie sich bemüht, eben das glaubwürdig zu machen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber so war mein Zugang, mit dieser Übergriffigkeit umzugehen, dass die Distanz doch da ist und dass die Sprache ist das, womit wir schubsen uns ja nicht weg. Die Distanz geht mit Habitus, also mit Verhaltensweisen und mit Sprache einher. Und das ist der Modus, ob wir uns siezen oder duzen, ist das Offensichtlichste, aber so regeln wir auch Distanz. Und die meisten Menschen, die jetzt, bei Obdachlosen ganz, ganz augenfällig, die würden Bühnen von Haus aus meiden. Die würden nie auf die Idee kommen, auf eine Bühne zu gehen, die distanzieren sich selber. Es ist ja nicht so, dass irgendwer von uns sagen würde, du gehst da nicht hin. Das haben sie ja schon längst internalisiert. Und genau um das geht es dann. Um diese Punkte kann es gehen. Und wenn man diese Mechanismen des sich selbst sich des Verstummens vor sich selbst irgendwie offenlegt
und für die sensibel ist, das kann dann wieder Sprache produzieren. Also dieses Schweigen und dieses Verstummen, das war eigentlich auch der Ausgangspunkt für den Roman tatsächlich, weil die Obdachlosen auch untereinander verstummen. So. Der Roman Der Sandler erschien im Osburg Verlag, ein intensiver Prozess. Falk Richter hat sich gemeldet. Ich will noch kurz Manfred Rothenberger noch mal fragen. Kunst, Literatur, inwieweit hat sie das Potenzial, insbesondere Distanz zu überwinden, auch wenn wir vielleicht nur einen Bruchteil von Menschen erreichen, die wir erreichen könnten? Also ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen, auch an das Vorhergehende nochmal. Es ist natürlich richtig, dass Künstler, Schriftstellerinnen sensibel auf ihre Welt reagieren und den Finger in Wunden legen. Auf der anderen Seite, und da beißt sich das Ganze ein bisschen, soll Kunst auch bisher unbekannte Räume eröffnen und erschließen. Das kann natürlich die Distanz zu Leuten, die da nicht so die Nähe dazu haben, noch vergrößern. Trotzdem würde ich dafür kämpfen, dass es Menschen oder Dichterinnen wie Lisa Jeschke hier in der zweiten Reihe gibt, die Texte. Oder Bert Papenfuß. Bert Papenfuß, aber Lisa Jeschke ist noch radikaler. Man liest es und sagt sich, was will die mir sagen oder so? Und dann lese ich es das dritte Mal und dann kommt irgendwann mal so ein bisschen so eine Sinnspur. Also Kunst und Literatur soll auch das bisher Ungedachte zeigen und erschließen. Und das ist auch beim Theater so, wenn Florentina Holzinger mit ihren Akteurinnen nackt über die Bühne hüpft und sich an Seilen hochziehen lässt, kann man sagen, das ist ja fürchterlich. Aber natürlich konfrontiert sie uns mit Dingen, die in der Welt sind, die sie nicht erfunden hat. Und ich würde auch kämpfen für ein Theater und für Literatur, die einem wirklich den Felsen auf den Kopf haut, wo man erstmal am Boden sitzt und sagt, was mache ich jetzt damit? Auf der anderen Seite finde ich es aber genauso wichtig, das, was Markus Ostermeier mit seinem Roman gemacht hat. Also es hat mal jemand gesagt, wir schreiben alle an einem großen Buch. Also es gibt nicht die eine Richtung, es ist wichtig, glaube ich, für die Vielfalt zu kämpfen. Und jetzt komme ich zum Buch. Dieses Buch hat die Vielfalt. Die hat Jeschke und Ostermeier und die hat den Essay und die hat die provozierende Bildstrecke von Süßmilch und Holzinger. Deswegen bin ich ganz glücklich damit, weil ich auch nicht diese eine Spurenlinie sehe, sondern für die Vielfalt bin. Falk Richter. Ja, ich wollte noch ein paar Gedanken zu Herrn Ostermeier hinzugeben. Also es gibt ja, also einmal finde ich das auch sehr wichtig, dass man Menschen oder Gruppierungen eine Stimme gibt, die sonst nicht gehört werden, weil dieses Schweigen oftmals auch katastrophal ist, weil bestimmte Anliegen nie gehört werden und sich dann auch bestimmte Sachen nie verändern können. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über die Fiktion hinaus zur Autofiktion oder zur Kollaboration. Das heißt, auf dem Theater ist es ja möglich, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen auch direkt die Stimme zu geben. Oder so mache ich das bei einigen Arbeiten von mir, dass ich mit den Performern und Performerinnen zusammenarbeite, auch ihre Geschichten höre und die eher vielleicht editiere oder aus dem, was sie mir erzählen, dann einen Text schreibe. Und ich kann noch mal so ein Beispiel nennen, bei meiner Arbeit für die Münchner Kammerspiele während der Pandemie, Touch hieß die, also da ging es eben dann genau um Berührung in einer Zeit, wo man sich ja nicht berühren durfte und um die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Menschen, wenn sie sich jetzt überhaupt nicht mehr näher kommen dürfen und wie wichtig sind eigentlich Berührungen. Aber eine der Hauptfiguren, ein Schauspieler mit körperlichen Einschränkungen, der hat die Glasknochenkrankheit. Und das ist dann eine sehr interessante Perspektive, einfach mal seine Stimme da zu hören, für den das ganze Leben Ausnahmezustand ist und war und wo Berührungen immer etwas Besonderes und Gefährliches sind. Und der jetzt einmal eine Gesellschaft erlebt, die sich selbst so erfährt, wie er sich sein Leben lang erfahren hat. Also ich will damit nur sagen, dass seine ganz bestimmte Position auch eine Perspektivveränderung bei den Zuschauern und Zuhörern einfach ergeben kann, die sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, diese Perspektivveränderungen sind überhaupt ein Zentrum dieses Projektes, der Gespräche, dieses Bandes, aber eben im Herzen der Kunst überhaupt. Wer den Band Ruiniert euch liest, findet, das finde ich sehr spannend, viele ganz erhellende Antworten. Reyhan Shahin, aka Lady Bitch Ray, Performance-Künstler, ehemals Rapperin, sagt etwa, lerne behutsam zu sein. Das
passt zur Empathie. Und ebenso lehne dich auf mit Worten, Literatur, Theater und Kunst, mit Händen und Füßen, mit der Stimme und dem Mund. Pia Yarawan schreibt, gute Literatur, engagierte Literatur verschafft im Idealfall einen Erkenntnisgewinn. Sie verschiebt Grenzen, indem sie Antworten auf Fragen stellt, die gar nicht gestellt wurden. Indem sie Antworten auf Fragen gibt, die gar nicht gestellt wurden. Das wären nur zwei Beispiele. Nun blicken wir zum Ende dieser ersten Runde auf eine Zeit zurück, die auch für die Kunst, für die Literatur, für das Theater alles andere als eine gute, eine glückliche gewesen ist. Es fehlte in den vergangenen anderthalb Jahren an so vielen Veranstaltungen. Alles war zu, es gab keine öffentlichen Denkräume. Falk Richter, Sie sprechen das an in Ihrem Beitrag im Gespräch mit Harald Wolf für diesen Band. Was haben wir verloren in diesem Sinne durch die Pandemie? Ja, wir haben die Räume verloren, in denen wir uns direkt begegnen können, in denen wir uns austauschen können, diskutieren können, in denen wir zusammen ein Kunstwerk betrachten oder eine Theaterinszenierung anschauen und dann gemeinschaftlich darauf reagieren und uns darüber austauschen können. Ich empfinde das so, dass wir im Moment, glaube ich, an so einem Punkt sind als Gesellschaft, dass wir erst wieder lernen müssen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich empfinde das so, dass die Diskussion oder die Art, wie Debatten geführt werden in sozialen Medien, nur noch auf Eskalation aus sind. Also es gibt gar kein Sprechen mehr, was Verständnis herbeiführt, sondern es ist immer konfrontativ, eskalierend. Ich habe recht, nein, ich habe recht. Man beleidigt sich, man beschimpft sich, man macht sich gegenseitig fertig. Und da sehe ich die große Aufgabe eigentlich der Kulturinstitutionen, dass wir wieder lernen, sozial miteinander umzugehen. Natürlich auch, dass wir Kunst machen, das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist vielleicht sogar eine Bewegung im Moment. Also Lena Gorelick und Markus Ostermeier, das Schreiben ist eine einsame Tätigkeit. Ihre Bücher kommen aber zu den Leserinnen und Lesern. Sie brauchen sie auch, das wurde ja schon ein bisschen deutlich sozusagen im Sinne dieser Räume, die sie eröffnen. Trotzdem aber gehören öffentliche Lesungen, Gespräche auch zur Literatur dazu, eben die Denkräume, von denen Falk Richter auch spricht. Geht es Ihnen ähnlich? Fehlt das? Räume für das Gespräch? Lena Gorelick, Markus Ostermeier? Ja, also ich habe das als eine extrem arme Zeit empfunden, was so Gedanken anging, die nicht mir oder einer Blase, einer sehr bequemen Blase, die man um sich selbst herum gebildet hat, entsprangen. Also weil man sich ja auf wenige Menschen beschränkten und das natürlich meist die waren, mit denen man gut zurechtkommt. Und ich habe also zum Beispiel diese öffentliche Auseinandersetzung, die in einem Theaterraum stattfindet, weil alle um einen herum lachen und man denkt, worüber lachen die, oder weil irgendwie alle gemeinsam sich an etwas freuen oder in einer Ausstellung vor einem Bild stehen bleiben und man also sozusagen diese Auseinandersetzung mit Menschen, die man sich nicht erwählt hat, ja, die einen stolpern lässt, das hat mir unglaublich gefehlt. Und was natürlich passiert ist, dass man schreibt in einem sehr einsamen Raum und in einem sehr, so empfinde ich ihn, einen sehr gefangenen Raum, weil man eben sich um die eigenen Worte, Gedanken etc. dreht. Und dieser Satz, dieser geflügelte Satz, den es gibt, jeder liest sein eigenes Buch, dem begegnet man ja erst in der Lesung. Also dem begegne ich erst in dem Moment, in dem nach einer Lesung jemand auf mich zukommt und sagt, ich habe das folgendermaßen gelesen oder ich habe daraus gelesen das. Und in dem Moment merke ich erst sozusagen, was für Wege sich zwischen den Worten eröffnen, über die ich nie nachgedacht habe. Und erst in dem Moment kann ich mich natürlich weiterentwickeln. Und das hat unglaublich gefehlt. Manfred Rothenberger, ja. Unmittelbar dazu, dann Markus Ostermeier. Ich liebe Lena Gorelick, aber ich muss ihr widersprechen. Ein bisschen das Verrückte für uns Verleger und Verlegerinnen war während dem Lockdown, dass plötzlich mehr Bücher gekauft wurden, dass Leute angerufen haben, ich kann nicht mehr ins Theater, Falk Richter, bitte weghören, ich kann nicht ins Kino, kannst du mir zwei Bücher empfehlen? Und natürlich ist der Corona-Lockdown beschissen, aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht könnte jeder Mensch sich hin und wieder mal so einen persönlichen Lockdown verpassen, wo er einfach mal ein gutes Buch liest, weil
Natürlich sind wir auch in so einer Getriebenheit, man muss überall dabei sein. Da war die Zeit so ein bisschen zum Innehalten, zumindest für die Büchermacher, vielleicht nicht für alle, aber für manche ganz gut. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ich habe mit vielen Freunden und Freundinnen darüber diskutiert. Es ist ja auch ein Wahnsinn, dass die Kultur in dem Lockdown wirklich die Branche war, die am allerletzten Ast verhungert ist. Also ich muss gestehen, ich bin leider Fußballfan und war vor 2 Wochen beim Club, beim 1. FC Nürnberg. Da ist kein Tor gefallen, trotzdem lagen sich Besoffene in den Armen. Hier wird man heute im Hinterzimmer getestet, vorher 3 Meter Abstand. Also es ist einfach völlig aberwitzig, dass da unterschiedliche Kriterien angelegt werden. Aber es hat auch damit zu tun, dass die Kultur nicht so gut organisiert ist wie der Fußball. Ich glaube, in der Kultur ist mittlerweile genauso viel Geld unterwegs wie im Fußball. Aber es gibt halt so viele Einzelsparten, Literatur, Kunst, Theater, Tanz. Ich habe schon irgendwie die Fantasie gehabt, man müsste so die übergreifende große Kulturpartei gründen. Nicht so eine gewerkschaftsähnliche, weil das finden dann wieder alle unsexy, sondern einen ganz offenen Club, sodass man auch mit einer Stimme auftreten kann, weil die anderen Lobbygruppen haben es geschafft, aber die Kultur fiel wirklich brutal hinten runter in der Zeit, vor allem das Theater, der Film und die Lesungen. Die Lesungen, eben, Markus Ostermeier, Ihr Roman ist erschienen, ganz ohne Publikum bei Lesungen, oder? Ja, ich habe den letzten Satz des Romans geschrieben, da hat an dem Tag, als Söder den ersten Lockdown verkündet hat, dann war ich... Ich wollte das irgendwie feiern, wollte dann nach Berlin fahren, wo mich niemand kennt. Und dann war ich aber gar nicht so unfroh über den ersten Lockdown, weil es noch ziemlich viel zu tun gab, rausstreichen und lektorieren und so weiter. Ich hatte dann 3 Lesungen mit Publikum und jetzt sind es mittlerweile 6 oder 7. Aber es ist natürlich seltsam. Für mich, ich kenne das jetzt gar nicht so. Ich habe es mir anders vorgestellt, weil das der erste Roman ist, den ich geschrieben habe. Aber so ist es nun mal. Ich glaube, wir sollten da dann über das, also auch in Bezug auf Blasen aufbrechen, nachhaltig aufbrechen, über Schule vielleicht sprechen und dass das eben der Ort ist und sein muss, wo Kultur vermittelt wird als allererstes und zwar nicht um irgendwie irgendwelche Interpretationsschemata. Deshalb habe ich auch im Gymnasium quasi kein Buch zu Ende gelesen. Ich habe es trotzdem gepackt. Also Gymnasium mit mittlerer Reife dann, aber es war einfach nicht, es gehört sehr viel Zeit und Engagement und engagierte Lehrerinnen und Lehrer dazu, das zu machen. Und irgendwie, glaube ich, sind wir auch mit Klimaproblemen, vielleicht sollten wir nicht Produktionssteigerung und so etwas und diesen ewigen Konkurrenzkampf in den Vordergrund stellen, sondern Kultur ist eben die Möglichkeit, wenn 1.000, 3.000 Leute im Theater sitzen, dann verbrauchen die wahrscheinlich weniger Energie und wenn sie es im Buch lesen auch. Und ich glaube, wir sollten, da ist ein Riesenschatz da und wie wir miteinander Zeit verbringen können, ohne, also wir müssen irgendwie dran arbeiten, nachhaltig andere Bedürfnisse zu wecken auch und nicht immer nur kurzfristige Befriedigung, sondern irgendwie aufeinander zugehen. Und da kann die Kultur und die Schule und das viel tun und hat aber viel Aufgaben vor sich. Und das muss, glaube ich, dann mit einer Verlangsamung einhergehen und mit mehr Zeit zu haben, um dann mit möglichst verschiedenen Leuten, auch mit Fußballfans, die vielleicht in der Oper oder in Lesungen nicht so beheimatet sind und wo man dann merkt, man muss mehr diese Räume wieder schaffen und uns auch die Zeit geben, diese Räume zu gestalten und es sollten mehr Menschen daran beteiligt sein. Und unbedingt hat die Schule eine ganz wichtige Aufgabe, da eben auch in diesem Sinne, ja, dieses blöde Wort Barrieren abzubauen, aber Ängste zu nehmen und sozusagen auch dafür zu begeistern, was Kunst, was Kultur vermag. Das tut sie manchmal ganz das Gegenteil. Sie baut Mauern auf und Hürden auf und das
ist langfristig sehr gefährlich. Zumal in dem Bildungssystem dieses Landes. Unsere erste Runde geht gleich zu Ende. Falk Richter ist nur in dieser ersten Gesprächsrunde zu Gast, möchte ich dazu sagen. In Runde zwei ist dann der Dramatiker Alexander Eisenach aus Berlin. Via Zoom zu uns, es sei noch erwähnt, dass Falk Richter gerade in Kopenhagen ein neues Stück probt mit dem Titel Pride. Premiere ist am 18. August, aber Sie haben jetzt sozusagen in dieser Runde das Schlusswort, Falk Richter. Gut, dann mache ich mal den Spielverderber. Also ich würde eine Sache noch sagen, weil ich verstehe total, was Sie sagen, wenn Sie sagen, also wir sollten uns alle mal wieder so einen Lockdown verordnen und Bücher lesen. Nur was jetzt passiert ist in diesem Lockdown, das können wir noch gar nicht so richtig absehen, die Schäden für die Theaterlandschaft, weil da ist einiges zerstört worden und das haben wir noch gar nicht alles so richtig jetzt gesichtet und gezählt, aber schon alleine die Anzahl an Inszenierungen, die gut laufende Inszenierungen, tolle Kunstwerke, die einfach nicht mehr gezeigt werden, die im Lockdown dann nicht mehr gezeigt werden konnten und die dann verschwunden sind. Und das ist so, als wenn eine Galerie abbrennen würde oder sowas. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Arbeiten, die werden wir nicht mehr sehen. Es wird große Kürzungen und Einschnitte geben. Und es gibt natürlich auch viele jüngere oder auch ein bisschen mehr so aus dem Off-Theater oder prekäreren Bereich arbeitende Künstler und Künstlerinnen, die aufgegeben haben, weil sie einfach kein Geld mehr hatten oder für die es unglaublich schwer wird. Ich habe ja auch eine Professur hier in Kopenhagen. Alle meine MasterstudentInnen haben ihre Abschlussarbeiten gemacht. Die hat fast niemand gesehen, weil es ja keine Live-Aufführung gab. Das heißt, die haben jetzt 2 Jahre studiert. Und das ist ganz ungewiss, wie die jetzt einsteigen werden in diese Theaterszene. Und wir haben es dann Aufnahmeprüfung jetzt, es haben sich unglaublich viel weniger Menschen beworben, weil das Theater ja erstmal so ein Ort war, jetzt 2 Jahre lang, der nicht interessant war. Wir waren einfach geschlossen, wir konnten nichts machen. Wir wurden immer wieder vertröstet oder als irrelevant bezeichnet und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also das eine ist ja die Entschleunigung im privaten Leben und dass man mal zu Hause bleibt einen Abend und ein Buch liest, bin ich absolut dafür. Das andere ist natürlich, welche Schäden sind eigentlich da entstanden, auch jetzt erstmal längerfristig so in der Theaterlandschaft. Und wie können wir damit jetzt umgehen? Wie können wir das überhaupt wieder so in Gang kriegen? Auch nur ganz kurz, also es gab so viele interessante internationale Koproduktionen, Gastspiele. Das ist ja alles, liegt alles brach. Das gibt es alles im Moment nicht. Ich nehme alles zurück. Manfred Rotenberger nimmt alles zurück, ja. Ruiniert euch. Literatur, Theater, Engagement. Ein Buch entstanden aus den Augsburger Gesprächen zu Literatur und Engagement. Sie finden alljährlich statt zum Hohen Friedensfest in Augsburg. Im kommenden Jahr hoffentlich wieder eher in gewohnter Form. Wir 5 möchten jetzt die Bühne freimachen für das Ensemble Mehr Musik. Danach, nach dem ersten Stück, gibt es eine Pause. Ich würde sagen, gegen 19.45 Uhr geht es hier weiter. Aber ehe Mehr Musik erklingt von uns allen hier, vielen lieben Dank an Falk Richter in Kopenhagen. Wir wünschen toi 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 für die Premiere von Pride. Und wir freuen uns ebenso auf Ihre Inszenierung an den Münchner Kammerspielen. Sie dürfen jetzt gerne mal klatschen. Der Applaus für Falk Richter. Wir sehen uns dann nach der Pause hier wieder und räumen jetzt frei für mehr Musik.